Ja, hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder mal bei Gauda Akustik. Im heutigen Video reden wir jetzt mal nicht über Mathematik, Physik und Technik, was wir sonst immer tun, sondern wir betrachten mal die andere Seite der Medaille. Es geht also um Kunst, Musik, Musiker und Komponisten. Und dazu habe ich mir natürlich einen prominenten Gast eingeladen, der uns mehr darüber erzählen kann, den Tobias Wendel. Hallo Tobi. Hallo Roland. Schön, dass du wieder mal hier bist bei uns. Danke für die Einladung. Ja, kein Problem. Ja. Ich habe mir gedacht, wir sollten in diesen Zeiten, wo wir jetzt nicht so unterwegs sein können, einfach mal ein bisschen was erzählen vom Alltag eines Musikers. Technik mache ja ich zur Genüge, aber was macht eigentlich ein Musiker in Zeiten wie diesen? Wie verdient ein Musiker sein Geld? Das ist eine große Frage in Zeiten wie diesen. Naja, wir können ja auch mal anfangen. Wie war es denn früher in den 60er, 70er Jahren? Wie haben die Musiker da ihr Geld verdient? Also tatsächlich war es ja immer so, der Musiker war im Studio, hat dort seinen Kompositionen freien Lauf gelassen, hat Aufnahmen gemacht, umgeworfen, neu geschrieben, Musiker dazu eingeladen, die Band hat gespielt. Irgendwann war das Album fertig und was hat man dann gemacht? Man musste dafür sorgen, dass die Leute das natürlich erfahren, dass man das gemacht hat und die Musiker gingen auf Tour. Das heißt, man hat die Tour gemacht, um die LP zu promoten? Eigentlich ja. Also nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich ja. Man flog um die Welt, erstmal durchs eigene Land, dann hat man es ausgeweitet, je nachdem wie groß man als Künstler natürlich war und hat damit natürlich die Verkäufe angekurbelt, logischerweise. Die Leute waren im Konzert und gingen im Grunde mit dem Album nach Hause und haben das Wort verbreitet und für Verkäufe gesorgt. Und damals hat man eben mit den Tonträgern noch Geld verdient, ne? Ja. Ja. Das ist heute ja nicht mehr so einfach. Es ist leider nicht mehr nur nicht einfach, es ist leider fast unmöglich geworden. Ja. Also nicht unmöglich, für viele wenige funktioniert es noch. Man sagt ja immer so, 5% verdienen 95% aller Verkäufe. Also die obersten 5%, da funktioniert das noch, das ist die goldene Zeit noch gewesen, die haben sich rübergerettet, die sind so groß, dass das funktioniert. Für viele andere ist eigentlich ein Plattenverkauf, das Geschäft eigentlich gar nicht existent. Und die Streamingdienste zahlen die nicht? Die zahlen schon, aber die Summen sind halt nicht vergleichbar mit dem eines verkauften Albums, eines physikalischen Tonträgers oder auch eines Downloads. Also ein Download ist ja auch ein echter Verkauf. Ja, ja. Aber das Streaming funktioniert ja völlig anders. Das geht ja darum, wie oft hören sich wie viele Menschen das an und in welchem Verhältnis steht das dann zu den gesamt verfügbaren Titeln. Das heißt also, die Musiker müssen heute umdenken in Zeiten von Streaming und digitalen Medien. Ja, ganz massiv. Ja, ja klar. Und wisst ihr eigentlich, wer bekommt denn mehr Geld, der Komponist oder der Musiker? Das kommt ganz drauf an. Also viele Musiker sind ja vielleicht sogar Mitkomponisten, aber wenn man es jetzt wirklich knallhart trennt, also es gibt den Komponisten und den Interpreten. Ja, ja. Der Musiker ist dann der Interpret und verdient an der Aufführung und der Komponist verdient an der Aufführung, egal wer es interpretiert und egal wo es läuft. Der Musiker verdient dann immer nur an dem einen Abend, wo er es tatsächlich aufführt, aber der Komponist verdient an jedem Verkauf erneut. Ja. Das sind halt die Tantiemen. Die Urheberrechte häufen Tantiemen an, das wird dann ausgeschüttet und zwar nicht an den Interpreten, sondern an den Komponisten. Deswegen musste Joe Cocker so oft auf Tour gehen, weil er nichts geschrieben hat. Ja, da gibt es leider viele berühmte Beispiele von großen Stimmen, die jeder kennt. Ja. Man sagt, das war doch der, also ganz bekanntes Beispiel ist ja auch eine Freundin von mir, Bobby Kimball, Toto, Welthits. Aber Bobby Kimball hat doch was geschrieben bei Toto, oder? Der hat schon auch mitgeschrieben, das schon, nur wenn die Rechte sich halt so massiv auffächern, dass zwar deine Stimme das quasi jeder damit den Hit verbindet, aber du halt nur ein kleiner Teil davon bist, heißt das nicht automatisch, dass das bis auf die ganze Lebenszeit reicht dann natürlich. Klar. Das heißt, als Musiker muss man auf Tour gehen. Eigentlich ja. Ja, du warst schon mal mit Toto, warst ja auch vor ein paar Jahren unterwegs. Ja. Was hast du da für ein Instrument gespielt? Keyboards, also vor allem Keyboards. Hammond-Orgel, Fender Rhodes, Synthesizer. Eine Hammond B3? Eine B3, eine C3. C3, okay, eine C3, ja. Das Instrument gibt es ja heute nicht mehr, ne? Ist ausgestorben. Ne? Ja, wer schleppt das noch mit? Ja, das ja. ist weit über 200 Kilo, plus der Leslie-Speaker dazu. Ja, 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 ja. Aber wie war es denn so mit Toto unterwegs zu sein auf Tour? War schön, also tatsächlich, das war im Rahmen eines Multi-Artist-Projekts. Wir hatten viele Künstler dabei, also unter anderem Steve Lukather von Toto, Victor Bailey am Bass, Aldi Miola, Akustikgitarre,
Randy Brecker am Flügelhorn. Also war eine wirklich schöne Besetzung. Und als Beispiel, wie war es? Also es fühlt sich gut an, wenn du halt in einem Musikerkreis bist, wo Blicke reichen, dass man weiß, wo befinden die sich in einem Arrangement oder was kommt als nächstes? Übernimmt jemand ein Solo? Also die musikalische Ebene klebt nicht mehr am Notenblatt, sondern du merkst so, jeder hat so das Feeling und man kann dann sich mit reinsetzen. Das ist natürlich schon toll. Und man hat natürlich, als wir damals in der O2-World in Berlin gespielt haben, auch hat man dann also dieses Backstage-Erlebnis natürlich, das ist schon was Besonderes. Wie sie sich auf den Auftritt vorbereiten, in sich gehen, nochmal kurze Absprachen, was Soli angeht oder so. Das ist, ja, ist vom Feeling her schon intensiv. Also da kommt dieses berühmte Blind Faith auf, dieses blinde Verständnis für die Musik bei solchen Musikern, die so gut sind auf diesem Level. Ne? Ja. Mhm. Also ich weiß noch eine Situation, wenn kurze Anekdote vielleicht. Ja. Wir haben damals einen Titel gespielt, Lukas an der Gitarre, Erl eben Akustik und Peter Maffay hat gesungen. Tolle Besetzung. Ja, es reichte ein Dreh von Peter hin zu mir und ich wusste, ich kann mit der Orgel Gas geben und habe natürlich dann einen Teil aufgefüllt. Steve hat gemerkt, er hat plötzlich Platz und hat das Solieren angefangen. Also es war nicht abgesprochen. Ja, und sowas ist dann einfach schön, weil auch die Leute dann merken, da ist Herz drin, da ist Gefühl drin und da passiert was, was vorher gar nicht geplant war. Und das ist dann halt auch echt. Das ist nicht reproduzierbar, ja, weil es immer ein bisschen anders ist. Und das ist halt dann einfach der Künstler, der halt dann spricht. Ja, das Instrument wird zur Stimme, das ist wundervoll dann. Ja, ja, Tour, ein eigenes Leben. Aber was mich auch interessieren würde, ich denke auch viele von unseren Zuschauern, wie läuft denn so ein typischer Tag im Aufnahmestudio ab, wenn du eine Pop-Aufnahme machst? Zum Beispiel, du bist in den Abbey Road Studios und dann kommen die Musik und dann geht's los. Was passiert da alles an diesem Tag? Also es gibt immer so zwei Teile eigentlich dieses Tages. Also man hat natürlich das ganze Technische drumherum, das Setup. Ja, das sollen die Musiker eigentlich gar nicht viel davon mitbekommen, weil sie sollen sich ja um den Inhalt kümmern. Deswegen gibt es viele Techniker, die da rumspringen und mikrofonieren und so weiter und dafür sorgen, dass der Musiker sich wirklich nur um die Musik kümmern kann. Der muss sich keine Gedanken machen, ob jetzt welches Mikrofon. Wie viele Leute arbeiten da bei den Abbey Road Studios? Das ist immer mal wieder verschieden, weil das tatsächlich von der Produktion abhängt. Ja. Ja, wenn du feststellst, du hast zum Beispiel ein kleines Streichquartett dabei, dann hast du auch jemanden, der sich ausschließlich um die Noten kümmert, ja, den Kopisten. Der hat nichts anderes zu tun, als dass jeder Musiker seine Noten hat. Die richtigen. Ja, ja. Mit den richtigen Vorzeichen. Das sind immer die Details, auf die zu achten gilt. Ja. Aber in der Regel ist es so, wenn wir jetzt sagen, wir sprechen von einer Pop-Aufnahme. Ja. Mal angenommen, wir haben eine klassische Band. Ja, Drums, also Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren, Gesang und ein Keyboarder. Ja. Zum Beispiel. Deep Purple. Genau. Genau. Dann ist es eigentlich so, dass man sagt, okay, angenommen ist es alles abmikrofoniert. Ja. Der Aufnahmeraum ist groß genug, dass eine Band reinpasst, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, weil ja viele in kleinen Studios produzieren und grundsätzlich nur die Chance haben, nacheinander einzuspielen. Aber wenn wir jetzt sagen, als Beispiel, wenn wir im Abbey Road sind, ist es schon so, wir haben den Platz. Ja, wir sind da im Studio 2, wo früher auch die Beatles gespielt haben. Wir können alle Instrumente stehen lassen. Ah, okay. Es bleibt stehen. Ja. Wir sind getrennt von Trennwänden, akustische Trennwände, dass wir nicht so viel Übersprechen haben zwischen den Mikrofonen. Ja. Mhm. Und dann gehen wir her und spielen einen sogenannten Guide-Track. Mhm. Also wir legen die Grundlage für den Song. Wir spielen alle gemeinsam. Das hat den Vorteil, dass vielleicht sich durch Zufall und durch Blicke was ergibt, was im Arrangement so gar nicht geplant war, aber dem Song gut tut, weil es sich gerade gut anfühlt. Ja, ja. Und dann hast du eine Version des Songs, eine rohe Fassung, wo mal jeder gespielt hat, live in Echtzeit zusammen, so wie man es kennt, live. Und dann geht man her und fängt an, die einzelnen Instrumente nach und nach wieder zu ersetzen. Dann spielt der Drummer einzeln auf den Track, den wir aufgenommen haben. Wir blenden dann das Schlagzeug wieder aus und nehmen das Schlagzeug alleine spielend wieder dazu auf. Okay. Hat den Vorteil, wir haben kein Übersprechen von anderen Instrumenten auf das Mikrofon, auf die verschiedenen Mikrofone vom Schlagzeug. Ja, ja, ja. Und das machst du im Grunde mit allen Instrumenten und so lange, bis du den Song in seiner Struktur wieder zusammen hast. Ja. Und dann ist es natürlich schon so, dass es dauert. Ja, das geht jetzt nicht innerhalb von Stunden, dann irgendwann gibt es mal Essen. Und dann kommt der wichtigste Teil der Aufnahme, das ist nämlich das Zwischenmenschliche. Weil wenn nämlich Musiker dann anfangen, gerade beim Essen oder in Pausen zu sinnieren über den Song oder über eine Textzeile, dass durchaus sich am Arrangement oder an der Art und Weise, wie man etwas spielt,
was ändert. Ja, ja, ja. Ja, und eine Geschichte dazu, ich weiß noch, wir waren im Abbey oben und haben Aufnahmen gemacht für Polystereo und da war es dann so, wir waren in der Kantine, also wir waren Richtung Kantine unterwegs und du hörst ganz entfernt den typischen Sound des Pianos von Lady Madonna. Ja, und das ist ja ein ganz eigener ja. Klavierklang. Das ist das Klavier. Gibt es das immer noch, das Klavier? Absolut, nach wie vor genau das Gleiche. Auch mit den Kippen, Brandflecken von Paul und John. Und das spielt jetzt halt irgendein Musiker, der gerade da ist, auf ja, dem ja. Klavier. Und dann noch so um die Ecke geguckt. Und nein, da saß dann tatsächlich Paul McCartney, mhm. weil er gerade da war und hat halt Lady Madonna gespielt. Guten alten Tage wegen. Aber was dann passiert ist, das resoniert dann so in dir, das arbeitet in dir, wenn du sowas erlebst. Mm-hmm, mm-hmm. Und natürlich haben wir den Sound dieses Pianos dann auch für unser Album verwendet. Wir haben gesagt, können wir... Aber Paul hat nicht gespielt? Nein. Schade. Dann wäre es ein Hit geworden. Nein, aber das verändert den Prozess. Ja. Und deswegen das Wichtigste an der Musik ist ja auch der Musiker, der Mensch, der mhm. Künstler. Weil spielen, programmieren am Laptop in deinem Schlafzimmerstudio, wie es heute ja so oft ist, ist alles okay, das ist wertfrei, alles super. Aber wenn 4, 5 Musiker sich treffen, dann hebt das den Song, es hebt den Inhalt, das ist einfach so. Ja, wir sind ja heute aber eigentlich in der Welt, wo es noch nur noch um Solokünstler geht, oder? Ja, da sprichst du einen großen Punkt an, das stimmt, ja. Ja. Meine kleine Band, die beeinflusst sich gegenseitig und schustert sich Ideen zu. Ja, heute mit Solokünstlern, wie funktioniert es denn da? Da kann das ja überhaupt ja. nicht, diese Synergieeffekte können überhaupt nicht stattfinden. Also tatsächlich eingeschränkt, ja. Bisweilen gar nicht. Das ist aber auch der modernen Produktionstechnik geschuldet, weil jeder, der im Grunde die Hürde einer Laptop-Anschaffung mit Musiksoftware schafft, was heutzutage nicht mehr so groß ist finanziell, nein. der ist erstmal in der Lage, was zu produzieren. Wenn der noch viel Talent hat, was man zweifelsohne braucht, kann da auch was Gutes bei rauskommen. Wenn man jetzt an die ganz großen Acts denkt, Solokünstler, ja. die haben schon ihre Autorenteams. Deswegen sind das, was man vorhin sagt, die sind oft dann auch nur Interpreten oder haben nur einen kleinen Teil der Komposition geliefert, weil die natürlich schon Teams hinten dran haben. Also ich hatte damals als Daft Punk diesen erneuten Durchbruch, diesen Megaseller nochmal hatten wie hieß der Song jetzt? Du meinst Get Lucky von Daft Punk, oder? Genau, ja. Also mit Get Lucky kam ja dann das große Comeback nochmal und ich hatte zu der Zeit Kontakt mit ja. dem Engineer, der das gemischt hat, Mick Kosowski. Mhm. Und wie es der Zufall will, war das damals auch für mich super interessant, wie entsteht denn sowas, dass du quasi eigentlich eine Elektroband bist, mhm. aber so wahnsinnig viele Einflüsse hast, Funk und R&B und auch Hip-Hop mit drin und so. Und das gepaart mit wilden elektronischen Sachen, aber auch gespielten Instrumenten. Nee, aber der Song war doch von Pharrell Williams, oder? Der war mit dabei ja. und auch Nile Rodgers. Ah, okay. Ja? Ganze Jungs von Chic. Genau, sozusagen. Deswegen groovt das ja auch. Ja, ja, klar. Ja, und das ist, was ich damit sagen will, ist, also Solokünstler, richtig große Solokünstler, ja. haben viele Beteiligte, die gar nicht so richtig in Erscheinung treten. Und bei Daft Punk war das zum Beispiel so, da gab es einen Engineer aus Frankreich, der hat nichts anderes gemacht, außer Vocal Production. Mhm. Der hat sich darum gekümmert, wie klingen die Vocals. Und als die fertig waren, wurden die dann in den Hauptmix eingesetzt. Also, und wie klingen die Drums? Da war wieder ein anderer dafür mhm. zuständig und so weiter. Und da gab es viele Einflüsse, die dann das Ganze formen. Aber am Ende des Tages bleibt natürlich nur der Solokünstler über, der das dann in die Welt tragen muss und der das Gesicht dann dafür ist. Ja, aber in den 60ern, 70ern ist ja die Musikwelt deswegen explodiert, weil wir Bands hatten und nicht nur einzelne Songs schreiben. Natürlich, ja. klar, bei den Beatles waren es Lennon McCartney, bei den Kings war es nur der Ray Davies, bei den Stones war es Jagger Richards, aber im Prinzip waren die ganzen Jungs, die da drumherum saßen, doch genauso Influencer für die Musik, wie die zwei, die es geschrieben haben. Das stimmt. Haben wir heute nicht mehr, oder? Nicht mehr in der Form, weil man halt einfach auch nicht mehr diesen engen künstlerischen Austausch hat. Ich glaube, selbst wenn es ein Lennon McCartney, selbst wenn es ein Jagger Richards war, es ist einfach dann was anderes, die Jungs zusammenzutrommeln und sich 4 Wochen im Studio einzusperren. Ja, ja. Ich meine, die Beatles hatten früher nicht so viel Zeit. Die ersten Aufnahmen wurden in wenigen Tagen realisiert. Ja, ja. Aber der Punkt ist, das ist trotzdem intensiv, wenn einfach 5 bis 10 Leute an sowas beteiligt sind.
Und heutzutage ist es eben nicht mehr selbstverständlich, dass das so ist. Und das liegt daran, dass man heute einfach weniger Geld verdient damit, oder? Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Also das Budget ist massivst eingeschränkt. Du hast ja auch keine großen Plattenfirmen, die ins Risiko gehen, die den Newcomer, einem jungen Künstler sagen, da hast du jetzt ein Budget X, ja, das kriegst du als Vorschuss. Wir glauben an deine Musik, wir finden deine Demos cool und jetzt machst du aus den Demos eine Produktion. Mhm. Sondern heute ist es ja so, wenn du nicht mit einer fertigen Produktion bei einer Plattenfirma ankommst, hast du eigentlich auch gar keine Chance. Mhm. Ja, also die wollen ja hauptsächlich Künstler haben, die quasi fertig sind. Das heißt, vom Künstler wird heute ja viel mehr verlangt. Der muss ja nicht nur sich selbst irgendwie produzieren können, sondern der, am besten hat der schon eine kleine Tour hinter sich, ja, wo er selbst bewiesen hat, dass er für Fans sorgen kann. Das ist das eine. Ja, aber das ist natürlich ein ganz, ganz einfacher Weg. Das ist der easy way. Aber so entsteht auch keine Kunst. Da muss ich dir recht geben. Deswegen ist ja auch die Diversität, die wir heutzutage haben, viel eingeschränkter als noch vor 20, 30 Jahren. Nee, also was mich noch schockiert hat, ich habe gelesen, dass im letzten Jahr 2020 die 20 größten Downloads bei Spotify, von den 20 größten Downloads waren 19 waren Rap-Songs. Mich als alter Rocker natürlich schockiert und... Ja, kann ich verstehen. Ja, mein, es ist auch so... Also diese Songtexte von früher waren ja zum Teil recht einfach, ne? She loves you, yeah, yeah, yeah. Aber das war doch schöner als heute, oder? Heute geht es doch um ganz andere Dinge bei den Rap-Songs, oder? Ja, also da... Erzähl mal du ein bisschen drüber. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich so viele Rap-Songs... 19 unter den 20. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Es ist für mich auch ein bisschen schockierend. Ja. Schockierend, ja. Unabhängig davon, ob einem das gefällt oder nicht, alles ist irgendwo Geschmackssache in der Kunst. Aber was schon auffällig ist... Früher haben wir auch über Liebe und natürlich auch... War einfach. Es war alles ein bisschen einfacher. Man hat auch über Krieg gesungen und Revolte und Protest musste sein. Ja, ja, Blowing in the Wind alles. War auch natürlich schön. Aber die Wortwahl, die Haltung war eine andere. Ja. Wenn du moderne Musik anhörst, habe ich persönlich, also meine persönliche Meinung, ich habe das Gefühl, die Schmerzgrenze hin zur Gewaltverherrlichung ist quasi nicht mehr da. Also die wird permanent überschritten. Die Texte sind schon brutal. Sie greifen Persönlichkeitsrechte an. Sie sind verletzend, einschüchternd. Mm. Und wenn man sich so die Top-Songs heutzutage anhört, gerade im Rap-Bereich, im Hip-Hop-Bereich, gerade auch von deutschen Künstlern, die sich dann gegenseitig irgendwie angreifen und dissen, ja, wie man das ja neudeutsch nennt. Ich kann damit nichts anfangen, weil es ist aus meiner Sicht zuweilen gewaltverherrlichend, also zum großen Teil. Ja, ja, und ich frage mich, was das in der Kunst verloren hat. Also, und dass ein Musiker, wie jetzt, der halt sich mit der Musik ganz anders beschäftigt als junge Menschen, die sich nur berieseln lassen, dass der dann keinen Zugang zu findet, das kann ich verstehen. Also ich kann keinen Song anhören, so gut er eingespielt und gemischt ist, wie auch immer. Aber wenn es darum geht, Gewalt zu verherrlichen, hört sich halt irgendwo auf. Ja, da können wir wohl alle nichts dagegen tun. Natürlich hat jede Generation ihre eigene Musik. Hatten wir auch gegen unsere Altvorderen. Aber bei uns war das schon noch harmloser, oder? Deutlich. Mhm. Es war vor ein paar Jahren noch harmloser. Also das hat eine neue Form angenommen, glaube ich, dass es derart brutal zugeht in der Musik. Ja, was bleibt denn für die Musik der Zukunft? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, würde ich einfach nur Wünsche äußern. Also was wünscht man sich von der Zukunft? Ja. Also im Grunde wünscht man sich eigentlich einen anderen Umgang mit der Technologie. Wir haben ja jetzt diese Streaming-Plattformen, die werden nie wieder verschwinden. Das alte Modell ist hinfällig. Ja. Also physikalische Verkäufe brauchen wir nicht reden. Wir machen jetzt auch keine Tour, um die CD zu promoten. Wir machen eine CD, um Ticketverkäufe zu fördern. Okay? Ja. So. Das ist schon mal ein Riesending. Und was bleibt, ist Streaming, der permanente Abruf von Musik. Und der, finde ich, gehört irgendwie nicht kontrolliert, aber kuratiert. Also es müssen Kuratoren dafür sorgen, dass wenn jemand das Suchen nach Musik anfängt, selbst nach alter Musik, die er von früher kennt, in der er sich wohlfühlt, die er gut findet, kann er ja trotzdem neue Musik vorgeschlagen bekommen, aber halt mit einer größeren Bandbreite, als das momentan der Fall ist. Weil wenn man sich die Streaming-Plattformen anguckt, dann ist es so, dass wenn du einen Song hörst und dann erscheint darunter, dir könnte auch das gefallen, ist es trotzdem wahnsinnig eingeschränkt, was dir präsentiert wird. Und meist auch das, was du entweder schon kennst aus der gleichen Ära. Und wenn was Neues ist, hat man das Gefühl, es ist oft gesponsert.
und wird absichtlich dort platziert. Ja, hat vielleicht nicht unbedingt was mit deiner Musik zu tun. Mhm. Ich wünsche mir einfach nur einen neuen Umgang mit Streaming. Ein faires Abrechnungsmodell für den Künstler. Mhm. Und eine Plattform, die wirklich das gesamte Spektrum der Musik abbilden kann. Mhm, weniger bezahlte Inhalte, weniger Sponsoring wahrscheinlich. Ich will jetzt da nicht irgendwie behaupten, das ist nur Sponsoring, aber ich habe das Gefühl, mit Mediendollar quasi kann man sich schon nach vorne schieben. Ja gut, in den 70ern hatten wir ja auch das sogenannte Payola, Gasola. Das kenne ich natürlich. Das kenne ich natürlich nicht. Aber da wurden natürlich die DJs, die im Radio die Platten aufgelegt haben, denen wurde halt eine Platte hingelegt, oder das Gasola, denen wurde das Auto voll getankt und dann haben sie den Song gespielt und dann wurde der Song ein Hit und dann hat man Geld verdient. Das ist alles okay. Das gibt es ja heute nicht mehr, weil man muss immer dazu sagen, die Rundfunk-Radiomoderatoren, die spielen nicht mehr die Musik, die sie wollen. Na, die machen ja Tests. Die machen Tests, die spielen nach Computer, was der Computer ermittelt hat, was gefällt. Die haben ein Testpublikum. Also ich weiß es tatsächlich, ich arbeite viel mit dem Rundfunk zusammen. Es gibt auch ein Testpublikum, da sind tausende von Menschen drin. Und es wird ein Score ermittelt, und welcher Titel gut abschneidet, der schafft es ins Programm. So ist es. Und deswegen hören wir wochenlang immer die gleichen Titel im Radio. Ja, natürlich, klar. Was natürlich gut abschneidet, wird vermehrt. So gesehen ist natürlich eine Streaming-Plattform eine wunderbare Sache, weil ich habe 72 Millionen Titel, die ich mir anhören kann. Ja, du musst sie halt finden. Richtig. Ja. Genau. Deswegen, da müssen wir noch irgendwie eine Lösung finden, Tobi. Da muss noch ein anderer Umgang mit den Plattformen her. Was ist dein nächstes Projekt? Was machst du als nächstes? Wir haben tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Projekt am Start. Aha, okay. Es geht wieder ins Studio in ein paar Tagen. Mhm. Diesmal nicht nach England, das ist momentan halt noch sehr schwierig. Ja, geht natürlich nicht, ne? Im Augenblick gerade. Wir sind bei Freunden in Hamburg in den Chefrock-Studios, beim Peter Keller. Das ist der Gitarrist von Peter Maffay, oder? Exakt, genau. Okay. Wir produzieren da diesmal nicht für Polystereo, sondern für die Janina, meine Co-Produzentin, ihr nächstes Soloalbum. Aha, okay. Es wird deutsch, es wird rockig, es wird poppig und es wird tiefgehend, tiefgreifend, gefühlvoll. Und wir freuen uns da schon sehr auf die Aufnahmen jetzt. Und auch an der Stelle danke an dich natürlich, weil wir mischen natürlich wieder auf Lautsprechern von dir. Naja, gut, das freut mich ja natürlich auch. Ne? Weil wir haben ja immer das Problem als Lautsprecherhersteller, wir brauchen Musik. Das ist für uns das Futter ganz, ganz wichtig. Deswegen sind gute Aufnahmen und tolle Musik immer wichtig. Noch eine Frage. Eignet sich Deutsch für Rockmusik? Ja, sehr gut. Echt? Ja. Na. Sehr gut. Was will man mehr? Nein, die Herausforderung im Deutschen ist einfach die, dass unsere Sprache sehr hart klingt. Ja. Und das ist für den Texter natürlich super schwierig, eine Melodielinie, die an sich weich ist, mit einem deutschen Text zu versehen. Ja, wir haben eine deutsche Grammatik, die sehr kompliziert ist. Ja. Und wir haben keinen Gerund wie die Engländer, die dann alles mit Ing machen, das egal wie irgendwas zusammenmischen. Nein. Das ist tatsächlich. Also wir haben auch gesagt, bei Janina ist es so, sie hat ja vor ihrer englischen Phase, Polystereo ist ja englisch und das Projekt zuvor war auch englisch. Polystereo läuft übrigens weiter, wir haben eine neue Veröffentlichung jetzt dann auch in den nächsten Monaten als englisches Projekt. Aber Janina hat ja auch um 2009, 2010 bereits deutsche Musik gemacht. Das heißt, wir greifen das ja auf und sie ist dann, hat da auch ein großes Talent für, auch zu Texten hat die Herausforderung ja wirklich, also ich finde die Texte grandios, vor allem ist es ist nicht banal und das war mir sehr wichtig als Produzent, dass es nicht ins Banale geht, sondern wir machen ehrliche Musik, es ist alles live gespielt, keine Computermusik, sondern es wird ein grundsolides Album. So wenn man sich eigentlich Musik vorstellt und Musiker, ne? Genau. Ne, da freue ich mich schon drauf, ne? Wobei ich eigentlich immer so ein Problem habe mit der deutschen Sprache bei Musik, aber das ist mein persönliches Problem. Und beim Englischen ist ja natürlich ein Riesenvorteil, wenn man die Texte nicht versteht, dann können sie ruhig banal sein, das macht gar nichts. Ne? Was sie auch sind oft. Oft, ja, klar. Da war halt früher, die Musik war natürlich wichtiger als der Text. Heute ist natürlich der Text, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Bauteil der Musik als solche. Vor allem im eigenen Land. Also wenn du im Deutschen was machst, dann muss es irgendwie jemanden berühren. Kommen wir über so eine Schiene wieder zurück zu unserem guten alten Retro-Rock mit Bass, Gitarre, Schlagzeug, Hammond-Orgel. Kommt es wieder?
Oder wird es nie mehr wieder so geben wie früher? Es wird nie wieder so sein, aber vielleicht schaffen wir was Neues. Also wir zum Beispiel, wir machen das. Okay. Also wir haben eine M100 haben wir da, wir haben einen Fender Roadster, wir haben einen Flügel da, wir haben echte Gitarristen da, es ist alles real. Natürlich haben wir auch ein paar Synthesizer da, aber die waren in den 80ern. Ja, das Instrumente macht ihr nicht. Aber auf die Komposition kommt es doch an, die Melodie. Ja, aber deswegen gehen wir ins Studio, weil was wir gemacht haben, wir haben in München komponiert und nehmen nur Gerüste mit. Der Song ist zwar fertig, aber er ist noch nicht gespielt. Und da kommen jetzt die Musiker ins Spiel. Ich glaube schon, dass es wieder ein bisschen in die Richtung geht. Und das schaffen ja auch die momentan deutschen Topstars, machen das ja im Grunde auch. Sie beweisen ja, dass sie es immer wieder schon ein Stück weit können, indem sie mal Unplugged spielen oder so. Da haben wir deutsche Popstars, die gut sind? Sie beweisen ja immer wieder, dass sie es haben. Ich muss immer provokative Fragen stellen. Ich weiß, das gehört ja eben dazu. Ja. Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn es wieder in was Neues gäbe. Und das wieder handgemacht wäre und wieder... Also ich glaube, es kommt wahrscheinlich eher über den großen Teich aus den Staaten. Wenn die eine Retrowelle hätten, wenn da wieder die Bands kämen, würde das in Europa auch was anschieben. In manchen Bereichen funktioniert es. Die Schweden sind ganz stark, was im Metal, im harten Heavy, Hardrock-Bereich angeht. Die Nord-Richter, Da funktioniert das schon, aber es ist eine Nische. Die Bandmusik, echte Rockmusik, Bandmusik ist... obwohl sie so groß ist, ist es trotzdem im Vergleich zur Popmusik nischenhaft. Ja, jetzt haben wir die Musiker natürlich und die sind alle richtig gut. Und trotzdem gibt es zum Teil katastrophal schlechte Aufnahmen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber deine Kollegen, die machen da irgendwas falsch oder aus meiner Sicht falsch. Aber warum ist das überhaupt so? Warum passiert das? Ja, also warum, im Grunde deine Frage ist, warum habe ich Top-Musiker am Start, aber das Produkt ist klangqualitativ, macht keinen Spaß zum Anhören oder klingt nicht gut. Wir können es nicht vorführen, weil da wird man schämen, würde jeder sagen, mein Gott, wie schlecht klingen denn diese Lautsprecher? Ne? Das ist tatsächlich auch eine Sache, über die man immer wieder diskutiert, also auch unter den Kollegen. In dem Prozess einer Mischung gibt es ja verschiedene Einflüsse. Das eine ist der Tonmeister, Toningenieur, der da sitzt und das mischt, der die Signale zusammenführt und kreative Entscheidungen trifft. Mhm. Also bearbeitungstechnisch, ob das jetzt Hüllkurven sind, also Equalizer-Einsatz, also brauche ich mehr Höhen, weniger Mitten, mehr Bässe, mehr Mitten. Oder wie klingt die Bassdrum, wie klingt die Snare, wie klingt die Gitarre, brauche ich mehr Kompression oder sogar gar keine Kompression. Diese Entscheidungen trifft ja der Toningenieur am Mischpult. Mhm. Okay. Erstmal ein bisschen bei der Aufnahme, aber vor allem in der Mischung. Und jetzt hat er Einflüsse. Das ist der Produzent. Der Produzent möchte es klingen lassen wie das, was er kennt oder was vielleicht vorher erfolgreich war. Also er hat vielleicht Beispiele, wo es hin soll, klangmäßig. Ja, ja. Und dann gibt es den ängstlichen Produzenten, der sagt, wir dürfen auf keinen Fall zu leise sein. Also wir brauchen viel Kompression, um die Lautstärken anzuheben. Ja. Und dann kommen wir in einen Bereich, und das ist aus meiner Sicht oft der Fall, dass umso mehr Kompression angewendet wird, umso indifferenter wird das Ergebnis, umso weniger durchhörbar wird das Ergebnis. Es macht keinen Spaß mehr anzuhören, weil alles quasi auf einer Ebene ist. Es schreit dich nur noch an, es ist anstrengend. Du kannst die Instrumente, du hast keine klare Bühne mehr. Im Idealfall sehen wir doch den Sänger vor uns stehen. Wir sehen die ersten Geigen auf unserer Seite und auf der anderen Seite die Bässe. Und dazwischen verteilen sich die Musiker und so weiter. Oft geht das gar nicht. Man kann den Raum gar nicht aufspannen akustisch, weil man die Dynamik einer Band nicht abbilden kann, weil ich schränke den Dynamikbereich so weit ein, dass ich nur noch ein paar Dezibel Dynamik habe und dann ist alles auf einem Level. Es ist alles eine Wand und die ist wahnsinnig anstrengend anzuhören. Ja, warum machen die Toningenieure das? Du erreichst dadurch eine höhere gefühlte, wahrgenommene Lautstärke. Ja, das war früher mal ganz wichtig, vor allem halt im Radio. Da lief es dann nochmal durch einen Sendelimiter, da wurde es noch komprimierter. Aber am Ende des Tages warst du eventuell der Lauteste. Und der Lauteste wird am ehesten gehört. Und langläufig ist die Meinung ja so, das Laute ist erstmal besser. Erst wenn wir in den Bereich kommen, wo wir sind, in diesen audiophilen Bereich, wenn wir tolle Lautsprecher haben, die das auch wiedergeben können, stellen wir fest, oje, umso weniger Dynamik habe, umso schlechter wird es klingen. Umso weniger Staffelung nach hinten in den Raum hinein habe ich. Richtig. Und somit kann ich die einzelnen Musiker nicht mehr hören und uns gefällt das dann nicht mehr. Und ist ja auch total sinnbefreit, weil wir brauchen ja zu Hause gar nicht diesen eingeschränkten Dynamikbereich, weil wir haben ja einen Lautstärkeregler.
Wir können ja zu Hause eine Lautstärke definieren. Ja. Und in einem gesunden Verhältnis, wenn die Mischung in sich ist, habe ich dann laute Teile, leise Teile und auch eine korrekte Abstufung der einzelnen Instrumente zueinander. Also es geht dann doch wieder um Geld. Ja, natürlich. Verkäufe. Ja, jeder will gehört werden. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, was das angeht. Ja. Ich glaube, dass sich über die lange Zeit jetzt gesehen das verbessern wird. Mhm. Weil vor allem die Streaming-Portale haben ja eine Lautheitsnorm jetzt eingeführt. Okay. Die haben sich darauf geeinigt, wie laut darf die Musik sein, die dort veröffentlicht wird. Okay. Und das hat man, da hat man einen Bereich gewählt, der zulässt, dass wieder Dynamik vorhanden ist. Wie viel dB können wir denn da machen noch? 8, 9 bis 12 dB überhaupt. Bis 12 dB. Und das ist eine Menge. Also, das ist schon gut, also 12 dB Dynamik ist eine Menge. Im Technischen, also man hat sich darauf geeinigt, um die minus 14 LU, also Loudness Units, ja, das ist eine neue Skala, die man da erfunden hat. Das hat man auch aus dem Rundfunk übernommen, wo man halt auf R128 nennt sich das, pegelt, sodass man Spitzen hat, die drüber gehen, aber auch welche, die drunter sind. Aber man hat eine gefühlte, wahrgenommene Lautstärke genommen und das führt man jetzt auch ins Streaming ein und das lässt die Dynamik wieder zu. Es ist sogar dann so, dass wenn du zu laut anlieferst, also wenn du wirklich mit zu viel Kompression anlieferst, dann wird dein Titel bewusst leiser gemacht. Aha, okay. Und wenn du dann einen Titel mit wenig Dynamik hörst, erscheint der immer leiser als auch, der mit viel Dynamik. Ja. Und das ist eigentlich ein guter Ausblick, was die Klangqualität angeht. Ja, Tobi, jetzt müssen wir irgendwie noch ein positives Schlusswort hinbekommen. Ich muss ja mal eins sagen, es gab noch nie die Möglichkeit, so viel Musik in so guter Qualität zu hören wie heute. Wenn ich mir überlege, in den 60er, 70er, das war ja unendlich teuer. Und die Zeit, die wir am Radio verbracht haben, um mitzuschneiden mit dem Tonbandgerät, das war ja unglaublich lange. Das brauchen wir alles heute nicht mehr. Nee, das ist wirklich eine Errungenschaft der neuen Zeit. Ja. Also man hat ja Zugriff aufs Weltrepertoire, ja, über 70 Millionen Titel, gut mehr sogar. Also ich weiß nicht die exakte Zahl, aber es ist sehr, sehr viel. Man hat mit wenig finanziellem Aufwand wirklich vollen Zugriff in toller Qualität. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt gestern tatsächlich war es erst auch gehört, dass Spotify ein Hi-Res Abo anbieten wird. Okay. Also gut. Die gehen auch über CD-Qualität hinaus, was eine gute Nachricht ist. Ja, ja. Dann gibt es verschiedene andere Plattformen, ja auch wie Tidal und Kubus, die ja das jetzt schon machen. Die machen das jetzt schon. Und so gut war es eigentlich noch nie klangqualitativ. Mhm. Es ist teilweise besser als CD-Standard. Neue Produktionen, die in Master-Qualität, also MQA und hochauflösend erscheinen. Und es war nie so einfach, darauf zurückzugreifen. Jetzt müssten wir eigentlich unseren Zuschauern nur sagen, nehmt euch die Zeit, stöbert in der Bibliothek der Welt, das sind alle Schätze vorhanden in toller Qualität und genießt wieder die Musik. Lasst was laufen, nicht skippen, nicht immer ganz schnell weiterschalten und zum nächsten, sondern ein Album auch mal durchhören. Ja, also auch sich selbst dazu zwingen, in Anführungszeichen, wie man es früher machte, man legt die Seite A auf und erst bei Seite B steht man auf, also genau. um die aufzulegen. Ja, ja, und das ja. muss man einfach, da muss man einfach sich selbst irgendwie wieder fallen lassen und man muss sich einfach klar werden, dass wir Zugriff haben. Mhm. Wir haben Zugriff auf alles, also muss ich ja eigentlich nur noch mir die Zeit nehmen und wie damals im Plattenladen mich hinsetzen und suchen. Ein perfektes Schlusswort. Stöbern Sie in allen verfügbaren Streaming-Plattformen und entdecken Sie viele neue Schätze. Ja, ich denke, das war ein gutes Schlusswort und damit verabschieden wir uns. Tobi, Dankeschön fürs Kommen. Danke für die Einladung.